Das heutige Video richtet sich an alle angehenden Rettungsschwimmer, die das Tieftauchen üben müssen. Und zwar muss man in drei verschiedenen Varianten zum Tauchring runtertauchen. Die erste Runde ist mit einem Sprung vom Beckenrand rein den Ring hochholen. Dann einmal von der Wasseroberfläche kopfwärts runtertauchen und von der Wasseroberfläche fußwärts runtertauchen. Das fußwärts runtertauchen, das zeige ich jetzt mal in zwei Varianten vor. Erste Variante, Schwung holen, bisschen Gewicht übers Wasser bringen, abtauchen, Luft anhalten auf jeden Fall, Armbewegung und runter zum Ring. Sobald man den Boden berührt hat, darf man dann, wenn der Ring nicht direkt unter einem ist, so wie bei mir das gerade war, auch zum Ring hintauchen, Ring zeigen, loslassen. Und jetzt machen wir dieses Ganze nochmal und jetzt werdet ihr gleich den Unterschied sehen. Das Ganze geht jetzt viel schneller. Ich werde jetzt gleich wieder ein bisschen Gewicht über Wasser bringen, ganz viel ausatmen und ich sacke so schon runter wie ein Stein, komme hoch und bin oben angekommen. Faust nach oben aus dem Grund, für den Fall, dass ihr mal irgendwo anders auftauchen solltet, wo ein bisschen schlechte Sicht ist. In dem Moment, wo ihr die Faust nach oben macht, merkt ihr, ob da was ist, was euch schaden könnte. Und ihr umgeht einfach eine Kopfverletzung. Kommen wir mal zum Druckausgleich. Nase zuhalten unter Wasser, dicke Backen machen und gegen den Druck im Ohr, gegen pusten, sag ich mal. Ich brauche auf dieser Wassertiefe von 4,20 Meter keinen Druckausgleich machen. Das funktioniert wunderbar. So. Ein Armzug, Druckausgleich, noch ein Armzug, zwei Armzüge mache ich da jetzt genau. Wieder ein Druckausgleich, wieder zweimal Armbewegung, dreimal sogar. Und dann hat es nicht ganz gereicht und dann musste ich ein bisschen schummeln. Aber vergisst auf keinen Fall den Druckausgleich. Weil der Druckausgleich ist einfach mal wichtig, um euer Trommelfell bzw. euer Ohr und eure Gesundheit zu schützen. Sollte euch dieses kurze Video gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit Freunden, Bekannten und wem auch immer. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu sein. Bis bald!